Oh, boah, ohne Übung das nächste Mal nicht so lange Luft anhalten. Jonah! Ich war schon lange nicht mehr im Schwimmbad. Jonah! Fällt mir gerade so auf. Lara! Oh. Ich hab mir Sorgen. Guck nicht so traurig. Es ist schief gegangen. Schlimmer noch. Was meinst du? Dominguez. Er hat jetzt den Dolch. Er hat ihn sich geholt. Nach allem, was mein Vater durchgemacht hat, lasse ich zu, dass Trinity einfach so den Dolch kriegt. Er wird mit dem Dolch und der Schatulle die Welt von Grund auf erneuern. Wie wird er sie erneuern? Keine Ahnung. Er sagte, er will Sünde und Schwäche ausrotten. Ein Mann wie... Naja, Sünde ausrotten an sich ist ja nicht verkehrt. Aber Schwäche? Dein Weg, okay? Versprochen. Nein, 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 nein. Wir müssen vor Trinity die verborgene Stadt finden und die silberne Schatulle. Okay, aber zuerst bringen wir die Menschen hier in Sicherheit. Dann kümmern wir uns um den Rest. Nein, niemand ist in Sicherheit. Nicht, wenn er die silberne Schatulle kriegt. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Du bist die Einzige, die was? Woher weißt du, dass du das alles warst, Lara? Diese Welt dreht sich um viel mehr als um dich. Diese Menschen brauchen uns hier. Wir können jetzt etwas Gutes tun. Abgesehen davon, was haben wir schon groß in der Hand? Ein Rätsel? Wir brauchen ein bisschen mehr als rosa Fisch und silberne Kronen, wenn wir diese Stadt finden wollen. Ja, passiert. Puh. Ich muss diesen Menschen helfen. Dann besorge ich ein Flugzeug. Also wie gesagt, wenn wir Shadow of the Tomb Raider streamen und das Let's Play hochladen sollen, weil die Streams hier auch Stück für Stück gelöscht werden, bis auf der besoffene Stream, den lasse ich oben, dann würde ich das nochmal runterladen, den Stream, portionieren und als Let's Play verkaufen. Ich würde ja da drüber gucken, lieber Christopher, das ist ja kein Problem. Wahrscheinlich bist du über WLAN verbunden und dein WLAN-Signal ist nicht gerade, also dein Router, der WLAN-Sender ist wahrscheinlich nicht gerade neben deinem Mobilgerät und dementsprechend wirst du wahrscheinlich auch einfach ein paar Latenzen bekommen oder Verbindungsabbrüche haben. Gerade wenn das Gerät in einem, wie heißt, in einem Stockwerk drunter ist, da würde ich dir dann raten, wenn das öfters passiert, dass man vielleicht einen Repeater oder einen Switch hinstellt. Switch ist, der nimmt das LAN-Signal und verteilt das. Habe ich zumindest hier auch einen stehen. Also mein Zimmer ist extrem krass vernetzt an meinem Switch. Also ist mit meinem Router verbunden. Daran ist ein LAN-Signal für einen Laptop verbunden. Eventuell, wenn damit irgendwas geloadet wird. Die ganze Zeit muss ich an diese Menschen denken. Zeitgleich ist mein PC an dem Switch dran und der Minecraft-Server und ein Repeater sozusagen, also ein Umwandler, der ein LAN-Signal in ein WLAN-Signal umwandelt. Das bedeutet, bei mir in dem Zimmer hast du zwei WLAN-Signale, der Laptop kommt mit dem Router noch klar, das Handy wird dann ein bisschen schwieriger und deswegen kriegt das Handy zum Beispiel Netzwerk 2. Ein Berg mit Wolken. Wer den finden? Woher? Wissen wir, dass er es ist. Willkommen zurück und Hallöchen. Schön, dass du da bist, Tino, auch in diesem Stream. Gefühl, denke ich. Andere Hinweise haben wir nicht. Der Wandmalerei nach kommen noch mehr Katastrophen. Am besten helfen wir den Menschen, wenn wir die Katastrophen und Trinity aufhalten. Okay. Dann können wir ganz sicher sein. Jonah, während ich vorhin... Dolch in der Hand hielt. Du meinst das Beben vor dem Tsunami? Mehr als das. Es erschien mir, als hätte ich etwas erweckt. Ich weiß, das kommt völlig unreal. Ich mag solche Spiele. Schwer zu glauben, aber ich bin die sind als Let's Player so ein bisschen entspannt, weil man da nicht stumpfsinnig so viel kommentieren muss, sondern auch manchmal die Schnauze halten muss, um die Atmosphäre zu genießen. Entschuldigt, wenn ich diesen Bruder-Schwester... mental Bruder-Schwester-Dialog gerade versaut hab. Da drüben ist wirklich was. Was ist das? Der Sturm gefällt mir nicht. Versuchen wir es morgen nochmal. Oh. Trinity würde sich davon auch nicht abhalten lassen.
Ich kann an meinen Xbox One Controller auch Kopfhörer anschließen. Das klappt nur mit Windows 10. Dann los. Aber da ich keine Default-Einstellung benutze. Oha! Normalerweise sollten solche großen Hagelkörner von einer Flugwindschutzscheibe abgehalten werden. Dafür werden sie getestet in der Regel. Und da gibt es nämlich NASA-Tests. So, jetzt sind wir wieder im Intro. Haben sie gut abgekürzt, dann müssen wir es nicht zweimal sehen. Haha. Black Screen. Tomb Raider. Ah, okay. NVIDIA Physics. NVIDIA Hairworks. Entschuldigung. Entschuldigung, ich weiß nicht, woher diese elektrische Überladung kommt. Die Phantomspeisung spinnt manchmal. Ist gut für die Haut. Also Schlamm. So Matschmasken. Habe ich auch schon mal ausprobiert. Meine Cousine hat mir zur Konfirmation mal so eine harte Landung. Ich habe natürlich auch keine Sachen. Ich muss jetzt erstmal nach meinen Sachen gucken. Meine Cousine hatte mir mal so einen Schönheitskorb da mal geschickt, so mit Make-up und so ein Geschiss. Also zumindest so hieß es, so mit Anti-Pickel-Gel und mit so einer Schlammmaske. Ich habe das immer so verteufelt und gesagt, ah, das braucht man nicht, so ein Dreck. So ein Quatsch, bin ich ein Mädchen oder was? Und dann habe ich es trotzdem mal probiert, einfach aus Respekt vor meinem Cousinchen und vor dem Gedanken. Und muss ganz ehrlich sagen, ich hatte danach ein Gesicht wie ein Babypopo. Habe halt nur nichts mitgemacht, weil ich es benutzt habe, als ich nicht rausgegangen bin. Ah, schön. Und hast du die Maske benutzt, Sascha? Ja, habe ich. Hat sie gewirkt? Ja, ja, dann können wir doch heute Abend nochmal rausgehen. Meine Freundin möchte mich kennenlernen. Oh, ich habe heute keinen Bock, ich muss Ghost of 2 spielen. Das war ein Zitat aus dem Leben von Sascha. Hallo? Einer Konversation zwischen ihm und seiner Cousine im Alter von 16. 17 ungefähr. Ja, ich habe meine Konfirmation spät gehabt, aber wie gesagt, lieber spät als nie. Ja, blöd gelaufen. Dann hätte ich bestimmt ein paar Mädels kennenlernen können. Aber das habe ich damals nicht gebraucht. Ich wollte unbedingt Gothic 2 spielen! Der Berg mit Silberkrone. Ich bin fast da. Da drüben ist jemand. Ich muss dorthin. Ja, das bisschen Knistern ist was anderes. Es liegt halt daran, dass ich irgendwie durch die Phantomspeisung, da ich ein Studiomikrofon benutze, eine elektrische Überladung habe. Diese Überladung kommt durch die Stromversorgung vom Mischpult am Mikrofon. Das bedeutet irgendwas, es kann sein, dass es bei mir schaffst. Wow! Oh! Jetzt aber schon. Oh. Benutzen Sie Federn, um Pfeile und auch Outfits herzustellen. Das ist super. Ihr tut mir nichts, ich tue euch nichts. Super. Diese Geräusche kommen durch einen elektrischen Impuls, der überladen wird, der nicht abgewendet werden kann. Liegt einfach daran, dass ich Teppich im Zimmer habe. Hier muss jemand sein. Hallo? Ich könnte mal wieder dieses Teil auspacken, was der Jan mir damals zusammengeschustert hat. Das hat der Jan mir zusammengebastelt. Das ist so ein Draht, der mit der Steckdose verbunden wird.
Deswegen lasst so, baut euch so ein Ding nicht selbst. Lasst es. Ich habe es vom Jan machen lassen, weil er ein ausgebildeter Elektroniker ist und dementsprechend weiß, was er tut. Oh, Kadaver, lecker, Schnitzel. Und deswegen, was das angeht, vertraue ich ihm da voll und ganz. Von daher einfach so nett. Ich hätte nicht gedacht, dass der Sturm so heftig wird. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte auf Jonah hören sollen. Fähigkeiten. Sucher verbessert Laras Erkundungs- und Beobachtungsfähigkeiten. Krieger verbessert ihr Kampf- und Waffengeschick und Sammler verbessert ihre Heimlichkeit. Okay, Fähigkeiten. Es gibt man. Fähigkeiten hören, drücken Sie einen Pfad anzuzeigen, den sie in heruntergeladenen heraus. Ja, DLC-Scheiße. Ach nee, das geht mir so auf den Sack mit diesen ganzen DLCs. Hier, diese Fähigkeiten kriegt man durch Gräber. Wir haben jetzt 4 Fähigkeitspunkte. Sammler, führen sie lautlos Kills durch, ohne Alarm auszulösen. Benutzen die ja ziemlich häufig, ist halt nur die Frage, was hat das mit Sammler zu tun? Gefällt mir aber. Umarmung der Boa, automatische Plünderung von Feinden nach lautlos Kills, warte ich erstmal. Stellen Sie Lockfallen aus feindlichen Leichen her. Brauche ich jetzt aktuell nicht. Sie können unter Wasser die Luft länger anhalten. Stapelt sich mit Atem des Kaiman 2. Nimm ich. Ich werde ab sofort nicht mehr versuchen, im Real Life die Luft so lange anzuhalten wie Lara. So, ein Fähigkeitspunkt haben wir noch. Das Zielen auf den Kopf eines Gegners archiviert die Kopf... Ja, nehme ich mal. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Super. Kann ich schon irgendwas? Ich habe da auf den Rest habe ich noch keinen Zugriff. Gut. Ich weiß gar nicht, habe ich wirklich nur die normale Version oder habe ich schon eine... Ein Teil des Flugzeugs ist hier gelandet. Meine Sachen sind in der Fracht. Ohne Werkzeug kann ich das nicht öffnen. Scheiße. Lara hat nichts. Die Lara ist blank. Vielleicht ein Teil aus dem Wrack. Ja, muss man... Manchmal muss man sich ein Messer provisorisch. Das stimmt. Hat mir auch mit dem Minecraft-Server geholfen und mit der Verschlüsselung der Verbindung. Was ein bisschen mehr ist als einfach nur, ich hoste einen Minecraft-Server, ihr könnt euch verbinden. Wichtig war mir, dass die Leute, die hier im Netzwerk rumeiern, da ich ja in der WG wohne, mit euch nichts zu tun haben. Also wenn du dich mit meinem Minecraft-Server zum Beispiel verbindest, dann musst du halt ein paar Sekunden länger warten. Drecksack, hau ab, du Moräne. Nimm's auch gleich mit, hast du gleich ein Abendessen. Warum so lange warten? Wie gesagt, mir war es halt wichtig, dass die Leute, die sich mit meinem Netzwerk verbinden, eine verschlüsselte und eine getunnelte VPN-Verbindung bekommen. Weil ich ja in der WG wohne und in meinem, bei mir in der WG geht es nichts an, was ihr mit dem Server kommuniziert. Außer natürlich mich als Admin und den Server selbst. Aber ansonsten kann da keiner irgendwelche Account-Daten oder so auslösen. Gut, aber es ist stumpf. Ich muss es irgendwie schärfen. Oh. Bergungsgut, okay. Das ist nützlich, aber ich brauche mehr. Du brauchst, was du alles brauchst. Gut, hat sie ja recht, hat sie auch verdient. So, wir müssen jetzt 3-mal Bergungsgut finden. Dann kann sie das Ding schärfen. Was ich gesucht habe. Nur ein bisschen zu wenig. Okay, soweit bin ich noch nicht. Ich könnte in diesem Dschungel jetzt extrem lange verweilen, weil ich voll die Sammelsau bin. Hallo Schweinchen. Ich habe keine Ahnung, ob ich eine Errungenschaft oder so bekommen habe. Da. Noch eins. Ich habe alles, was ich brauche. Jetzt zurück ins Lager.
Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Sauf, sauf, sauf. Nee, Quatsch. Super. Jetzt haben wir ein scharfes Messer. Wunderbar. Sollte man sowieso immer dabei haben. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier gibt's doch was. So. Ganzkörper. Was haben wir denn hier? Forscherin. Grünes Oxford. Und beige Lederhosen. Kann ich die Lara drehen? Gewährt mehr natürliche Ressourcen, erhöht die von der Jagd erhaltenen Erfahrungen. Macht vielleicht Sinn, das zu tragen. Wir können natürlich auch das tragen. Schwarze Version des Outfits, taktische Abenteurer. Erhöht die Menge an herstellbarer Munition und gewährt Erfahrung für Lautlos-Kills. Dann können wir das ganz normale Abenteurer-Outfit anziehen. Das Survival-Outfit aus dem Tomb Raider 2013. Verbliebenen Jacke. Haben natürlich noch keine Vorteile. Kommando sieht auch nicht schlecht aus, ne? Also haben sie schon schön gemacht. Wüstentanktop, das ist von der Lara das normale. Nur unzerstört. Infiltrierer. Ja gut, so eine Kriegerprinzessin ist die Dame jetzt nicht. Sibirischer Wildhüter ist eher was für Rise of the Tomb Raider, finde ich, würde reinpassen. Schattenläufer. Ja, ist okay. Geisterhaut, stimmt. Okay, alles klar. Liebe Damen, mit so einem Outfit bitte keinem Jungs in der Disco ansprechen. Das kommt nicht gut. Lederjacke, das ist schon mal ganz gut. Ein graues Henley-Shirt ist auch noch okay. Blaues, dunkler Eng... Oh komm, wollen wir so rumlaufen? Ja, Niki, das ist doch was. Oder Tomb Raider 2? Alter, ernsthaft. Mit Bomberjacke, ernsthaft. Ernsthaft? Den Spaß gönne ich mir, den Spaß gönne ich mir. Das müsste scharf genug sein. Och nee, das passt ja mal so gar nicht. Ich werde es später wieder wechseln. Ich werde mich... Geil. Ich muss erstmal meinen Bogen wiederholen. Mal gucken, ob es in den normalen Outfits auch so ist. In den Cutscene. Da oben. So, Angel of Darkness wolltest du haben. Ja, ich weiß nicht. Ich finde ein nettes Gimmick für Fans, aber ich finde, es passt gar nicht. Meine Ausrüstung, endlich. Alter. Alter. Nee, 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 nee. Sorry. Aber bei allem Willen. Auch als Fan. Warum habe ich nicht alles zusammengepackt? Es passt einfach nicht ins Ambiente, muss man sagen. Wenn die Grafik außenrum sich auch noch so anpassen würde, dann würde ich sagen, ja. Jemand da? Kommen. Miguel, wo bist du? Verdammt. So, ich würde mir aber im Dschungel erstmal dieses Oxford-Dingsbums gönnen, einfach um mehr Erfahrung zu kriegen. Wenn wir es haben, haben wir es. Habe ich die Craftmaner Edition? Ich meine, ich jetzt nicht die normal, nicht so das Normale, sondern wirklich Upgrades herstellbar. Super, Bögen. Oh ja, ich will Upgrade. Okay, 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 okay. Weiter, ich kann nichts upgraden. Okay, ich habe noch keine Sachen. Ich würde das hier nehmen, Forscher. Natürliche Ressourcen gewinnen so sehr in Pflanzen- und Mineralherstellung aus jeder Quelle. Bonus, Jagd-EP. Nehme ich erstmal das hier. Ist ein nettes Gimmick, wollte ich ja mal zeigen, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, Eil des Pfades. Sie fallen nie, wenn sie nach Kanten greifen. Schnelle Reaktionszeit bei Fallen und im Kampf mit Feinden, da vertraue ich auf meinen Instinkt. Was kann ich denn überhaupt? Falle des Fuchses. Reduziert erlittenen Schaden von tiefen Stürzen. Brauche ich auch nicht.
Noch nicht. Automatisches Plündern von Feinden nach Lautlos-Kills, habe ich ja gesagt, mache ich erstmal nicht. Erhalten Sie die Fähigkeit, Pfeilgift und Toxin von Spinnen und Käfern zu sammeln. Provisorisches Messer zum Sammeln benötigt. Das nehme ich mal. Das nehme ich mal ganz kurz. Das nutze ich auch ganz kurz mal für eine kurze kleine Pause. Einfach um mal kurz Pipi zu machen. Bis gleich. So, ihr Süßen, da bin ich wieder. Da bin ich wieder. So, das passt doch schon eher ins Ambiente. Auch wenn es jetzt nichts Lustiges ist oder so, aber passt schon. Ich möchte natürlich jetzt mit dem besseren Messer natürlich auch nochmal alles abgrasen und Ressourcen sammeln. Haut. Benutzen Sie Haut im Basislager, um Auto- und Waffen-Upgrades herzustellen. Das ist gut. Alles klar. Im Dschungel ruckelt das ein bisschen. Ich hab's... Ah, scheiße, ich bin noch nicht gut genug im Tarnen. Von daher verzeiht's mir bitte. Ich werde hier einiges sammeln. Oh, die frisst aber viel, ey. Entschuldigt, hier geht's ums Survival. Von daher kann ich jetzt nicht auf Tiere gehen. Ich selbst bin ja auch ein kleiner Jäger. Aber wie gesagt, ich persönlich bin eher so der Typ, der sagt, okay, ich jag nur das, was ich brauche. Sprich, ich töte jetzt, würde privat keine Tiere töten, wenn es nicht zum Überleben und zu Nahrungszwecken gelten würde. Aber das ist immer noch ein Online-Spiel, ist immer noch virtuell. Von daher macht euch da mal nicht ein Zemt, liebe Tierfreunde. Ah, schöner Kopfschuss. geht. Also Survival hin oder her. Okay, was ich ein bisschen schade finde, meine Kritik an diesem Spiel. Ja, es gibt Kritik an diesem Spiel.
ist, das hat mich die ganze Zeit schon immer gestört. Du siehst nicht, wie viel Platz du in deinem Inventar hast. Das kannst du so nicht sehen. Wenn ich jetzt hier reingucke, kann ich nicht sehen. Ich sehe unten links, wo das Overlay von Shadowplay ist, sehe ich, wie viel Ressourcen ich von allem habe. Aber ich sehe nicht, wie viel ich tragen kann. Das ist schade. Das ist sehr schade. Das ist stark verbesserungsbedürftig. Das ärgert mich an diesem Spiel wirklich sehr. Und das ist bis jetzt auch das Einzige, was mich an diesem Spiel wirklich ärgert, dass du nur an einem Händler sehen kannst, wie viele Ressourcen du jetzt wirklich von allem hast und brauchst und benutzen kannst. Das ist sehr, sehr schade. Kann ich das irgendwie... Hallo Vogel! Oh, ja, blöd gelaufen. Das ist sehr, sehr schade. So, zwischendurch mal ein paar Pfeile herstellen. Das regt mich manchmal so auf. Wirklich, das regt mich manchmal wirklich extrem auf. Ich wollte da eigentlich gar nicht lang springen, das war Zufall. Na gut. Sextant. Dieses Instrument diente im frühen 19. Jahrhundert zur Navigation nach den Gestirnen. Ja, das weiß ich. Es wurde benutzt, um den Winkel zwischen einem astronomischen Objekt und dem Horizont zu messen. Das hatten wir im ersten Grundkurs der Marine, was ein Sextant in der Regel war. Das Suchen hier ist auch nicht so einfach. Hier muss man irgendwas suchen. Die Frage ist, wo? Also hier unten rechts steht untersuchen, um versteckte Informationen zu erhalten. Aber es gibt halt keinen Impuls, dass man richtig ist oder nicht. Von daher, ich habe keine Ahnung, wo ich lang gucken muss. Müsste. Ich gucke das in Ruhe von allen Seiten an. Ich kenne das nämlich so, dass wenn man auf dem richtigen Pfad ist, dass der Controller dann ein bisschen vibriert, macht er aber nicht. Im ersten Teil war es auf jeden Fall anders. Bei Rise of the Tomb Raider hast du es auch noch gesehen. Da konntest du gucken, okay, wie viele Fälle muss ich noch sammeln. Und irgendwie, aber in dem ist es halt ein bisschen doof. Hallo? Hier gibt's doch irgendwas. Ist doch irgendwas zu. Ist doch irgendwas versteckt. Sonst würde das da nicht stehen. Also es gibt auf jeden Fall hier versteckte Informationen, aber die Frage ist, warum wird nichts getriggert? Ich habe es jetzt auch von allen Seiten begutachtet. Ich kann es. Eine Inschrift für meinen Sohn Jack. Wo? Mögest du den Horizont nie aus den Augen verlieren. Warum gibt's keinen Rumble? Wo kam das her? Es ist so mies. Das ist so mies. Ist das bei normal wirklich der Fall? Ist das gemein. Och, scheiße. Gut, ich gucke mich hier trotzdem nochmal in Ruhe um. Von da kam ich. Von hier auch. Ich muss darüber, aber... Häschen. Schlucki. Also mit Pfeil und Bogen treffe ich mit Pistolen nicht. Aber pssst. Ist halt die Frage. Ich glaube, Vögel jagen bringt nichts. Warum ist das? Weil wir an den Nestern... Habe ich den jetzt noch erwischt oder nicht? Da hinten leuchtet was. Nee, ich habe den nicht erwischt. Keine Ahnung, wo der hin ist. Was auch mir gehen würde, von meinem Geschmack aus, könnte ich den ganzen Tag stehen. Nein, Häschen. Okay. Du hast gewonnen. Herausforderungsgrab. Ist die Frage, will ich da schon hin? So, ein Fell.
Mal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?